So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine ganz besondere Folge, denn mir ist was richtig Geniales passiert. Ich habe letztens ein 100%iges Rokara bekommen beim GoFest, fand das richtig cool. Hab das als Buddy genommen, wollte damit noch restliche Bonbons erlaufen, hab alle Rokara, die ich hatte, in Mirror Trades weggetauscht an diverse Leute, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Danke an jeden auf jeden Fall für die Mirror Trades mit Rokara. Ich wollte ja unbedingt dieses 100% Rokara auf Level 50 pushen. Alle sagen, das ist voll dumm. Mach dir doch einen 1500er für die Superliga, weil das so genial ist. Jetzt ist was passiert. In einer Raid Mania. Ihr wisst, in der Raid Mania, früher hat man einfach 20 Raid-Einladungen angenommen. Durchschnittlich. Hat 20 Raids gemacht, hat eine Stunde lang während der Raid-Stunde in der Raid Mania Spaß gehabt. Punkte verteilt, Raid Mania-Punkte an die Leute. Durch die Fernraid-Begrenzung kann man nur noch 5 Raids machen und die restliche Zeit von der Raid-Stunde machen wir dann immer Interaktionen im Stream, dass wir kurz PvP zocken, eventuell auf Glücksfreunde gehen dadurch. Und wenn gerade nichts los ist, gehe ich in meinen Queststapel und hole da immer ein paar Pokémon-Belohnungen aus dem Queststapel ab. Da waren noch ein paar Rokaras drin und was da passiert ist, das möchte ich jetzt mal einblenden. So, Thomas habe ich, glaube ich, gelesen. Thomas möchte. Jetzt muss ich das mal bewerten. Das ist schlecht. Jetzt muss ich aber auch das FM bewerten, was ich gerade gefangen habe. Das ist auch schlecht. So, schauen wir mal weiter hier rein, was wir hier Schönes haben. 601 für ein Rokara. Wir haben ja gerade gesehen, 602 ist auch nicht so gut gewesen. 596, ja, den braucht man sich eigentlich auch nicht angucken. 614. Der ist höher als die anderen. Den fangen wir mal normal und bewerten. Oh, 15 Angriff, aber an sich ist er trotzdem mega schlecht. So, jetzt kriege ich sogar XL-Bonbons. Der ist auch 614, aber nee. Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Nochmal 614. Oh mein Gott, ist bestimmt derselbe, weil er noch gar nicht gefangen hat. Und 614. Hä? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wie viele 600er... Nee, das waren drei verschiedene, aber alle mit 614, okay. 619. Wird schon besser. Ich würde den erstmal so 620. Ja, da ist die nächste Marke erreicht. 620 ist bis jetzt auf jeden Fall der höchste. 15, 13, 13. Tippe ich auf 630. Oh, 622. Ach nee, hatte ich gerade schon. Da fange ich so lange noch ein paar Rokara. So, 622 war das höchste Rokara, was ich gesehen habe. Das heißt, das 100er muss in den 630er-Bereich gehen wahrscheinlich. Ich werde also keins bewerten, bis eins über 622 hat. Oh, 624. Der hat mehr als 622. Ich weiß den 100er-Wert nicht, wie gesagt. Ich weiß den 100er Wert nicht. Wir müssen schauen. Und es ist 96er. Das heißt, es hat bestimmt 626. Bei mir sind insgesamt nur 627. Was hatte ich gerade? 624. 626 ist bestimmt das 100er, das hat 627, dann hat er es, entweder ist es ein 100er oder es hat keine 15 Angriff und deswegen hat es zwar mehr WP, aber weniger irgendwas. Jetzt muss ich gucken, was das ist. Nein! Also über 627 brauchen wir, finden wir da noch eins. Finden wir dann noch eins. 602. Oh, der Ball ist fort. Jetzt bin ich geflohen, dabei habe ich gar nicht geschmissen. 628. Ich spiel Lotto gerade. Warte, nein, warte. Das muss ein 100er sein. Wenn wir eben schon 627 hatten und das waren 98er, dann muss 628 jetzt das 100er sein. Schieß mal drauf. Und es ist... Außer es hat jetzt 14, 15, 15 und ist immer noch ein 98er. Ja! 628, 100% Rokara und das in Meiningen, das musst du dir mal vorstellen. Guck dir das an, XS.
So, wir sind jetzt hier angelangt. Hier ist ein Sportplatz nämlich. Das Muttertier rennt weg. Ich suche mir jetzt eine bequeme Ecke. Dann kann ich euch das nochmal zeigen. Das zweite 100%ige Rocara im Sack, im Beutel. Das eine, mit dem ich die ganze Zeit laufe, das werde ich aber pushen. Weil das ist schon auf dem Weg zum Best Buddy. Das sieht dann einfach gut aus. Das zweite Rocara in 100% ist am Start. Und wir wollen noch eins für die Superliga pushen auf 1500 WP. Aber erstmal müssen wir uns eine Ecke suchen, wo wir uns niederlassen können. Weil das im Laufen ist das schlecht. So, ich habe mich jetzt mal hier gesetzt an meinen altbekannten Tisch, bei dem ich mit Hannes auch meistens jetzt die Tastings und so machen werde. Das Muttertier ist noch ein bisschen spazieren. Pupsi, Marie, die werden auch gleich wieder da sein. Die sind auch noch unterwegs, denn ich möchte jetzt in Ruhe natürlich noch die Push-Ups machen. Also die Entwicklung kann man ja nicht sagen. Ich möchte jetzt einfach noch das Rocara, was ich gerade gefangen habe, noch mal zeigen. Wir geben mal hier 4 Sterne und Rocara ein. Wir haben jetzt also 2 Stück, 200%ige. Das ist das, mit dem ich die ganze Zeit als Buddy laufe. Das trägt den Namen FVN 2018 AMK. Grüße an Heigo, weil der mir das C-Day-Ticket für Glumanda geschenkt hat. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist das mein Buddy, den ich auf Level 40 gezogen habe, weil der auf Level 40 mehr WP hat. Und durch den höheren Level und die mehr WP kann der beim Laufen mit dem Buddy mehr XL-Bonbons finden, beziehungsweise hat eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ist ja bei wilden Pokémon auch so, je höher das Level ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du ein XL-Bonbons bekommst. Das heißt, wenn du ein Level 1er Raubi fängst, dann kriegst du wahrscheinlich keins. Fängst du ein Level 30er Raubi, dann würdest du vielleicht schon eher ein XL-Bonbon beim Fangen bekommen. So, gleiches ist auch beim Verschicken. Wenn du ein hochgeleveltes Pokémon verschickst, wirst du eher ein XL kriegen, als wenn du ein kleines WP-niedriges verschickst. Und jetzt beim Buddy auch, wenn ihr einen Buddy habt und Bonbons erlaufen wollt, pusht den am besten erstmal auf Level 40, wenn es euch um die XL geht. Den haben wir dann gerade gesehen. 628 war der 100er Wert aus der Quest, 30.8. Das war die Rampenlichtstunde mit Iveltal. Ich möchte jetzt unseren Heigo nehmen und komplett pushen. Einmal hier auf 1658 WP. Das ist Level 50, 100%. Wir machen jetzt ja auch den Tag dran. Den kleinen 100er mit der... wieso geht denn das nicht? Jetzt geht's, wunderbar. Das ist ein Rocara Level 50, 1658. Den kleinen mit dem 100er Wert aus der Quest möchte ich so lassen, dass man direkt diese 628 weiß, das ist das 100er aus der Quest. Und ich möchte noch ein weiteres Rocara nehmen. Und zwar habe ich mir noch das 619er hier aufgeschrieben. Das müsste das mit den PvP-IVs sein. Also was heißt PvP-IV? Die IV hier sind total random. Ich habe bestimmt 6 oder 7 verschiedene Rocara gehabt mit einer komplett unterschiedlichen Verteilung und alle wären auf 1500 gekommen. Bei meisten sah es aus wie eine Treppe, bei anderen war es immer so, dass Angriff und KP am meisten waren und der Verteidigungswert der wenigste. Ich hatte auch eins mit Angriff 11, Verteidigung 10, KP 11, das wäre auch auf 1,5 gekommen. Das ist das einzige, was 15 Angriff hatte und auch auf 1500 kommt. Das möchte ich jetzt auch machen. Da das ja die Nummer 1 ist in der Superliga, pushen wir das jetzt einfach auf 1500. Häkchen ist ja schon dran. Und dann machen wir ein SSS. So, damit, wenn ich in der Superliga bin und SSS eingebe, genau mir das vorgeschlagen wird. Das hat jetzt hier Steinwurf, Mondgewalt. Wir können mal noch eine neue Attacke hinzufügen. Haben dann Steinhagel und Steinwurf. Ich weiß, mit was spielt man das eigentlich? Mit Feeattacken? Mit Gesteinsattacken? Was passiert, wenn ich jetzt hier, ihr seht, ich habe mich komplett null mit PvP beschäftigt die ganze Zeit. Da kommt jetzt Tackle raus. Okay, Tackle wäre wahrscheinlich nichts. Ich probiere es nochmal. Wenn ich wieder Steinwurf zurückkriege, lasse ich den Steinwurf, Steinhagel, Mondgewalt. Gibt es noch was Besseres? Das werdet ihr mir wieder sagen oder ich gucke halt mal im Internet nach, aber das vergesse ich eh wieder. Ich habe die ganze letzte komplette PvP-Season ausgelassen, gar nicht gespielt. Dieses Mal würde ich vielleicht wieder spielen, ob es dann dazu Videos gibt oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir müssten ja mal das Rocara ausprobieren in der Superliga. Dazu aber dann mal eine Folge Ramses Minus.
So, jetzt müsste das Muttertier eigentlich gleich wieder da sein. Wie gut ist euer bestes Rokara? Habt ihr Rokara schon mal in der PvP-Liga benutzt? Schreibt es mir in die Kommentare, also bei der GBL. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.